Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei WWE 2K60. Yeah, Extreme Rules, unser King of the Ring und mein übel harter Gegner ist der Onkel GamerShackLP. Hallo. Total hart am Boden liegend. Hallöchen. Naja, jetzt mach dich nicht selbst fertig. Du hast ja mal gewonnen. Denk an vorgestern. Da hast du mich gnadenlos mit der Powerbomb zerstört. Das ist direkt drin. Ja, der Onkel, der will mal wieder so richtig gewinnen. Der will mich wieder durch den Tisch prügeln, der brennt oder. Oh! Oh. Endlich habe ich mal einen guten. Endlich habe ich Ultimate mal wieder einen Warrior. guten. Onkel ist am Arsch. Ultimate Warrior, denke ich mal. Oder Bret Hart. Überdenk nochmal. Was? Bret Hart. Ja, das soll das Lotto spielen oder Wahrsager werden. Oh, jetzt kann ich mir einen aussuchen. WrestleMania, In Your House, 96. Welcher sieht denn am besten aus? Ich glaube, in der Horse 14, das sah ja schon so alt aus, ne? Nehmen wir mal den alten, komm. Den uralten. Dann bin ich mal gespannt, was ich hier als Gegner bekomme. Ja, den habe ich auch gerade geschafft. Ja, ich kenne das ja. Jetzt wird es immer schwieriger, weil wir halt weniger werden. Und dann dauert es halt oder kommt öfters vor, dass man halt entweder du kriegst meine oder klickst die, die du schon hattest an und so weiter. Warte mal, wenn wir nur noch einen haben zur Auswahl. Na gut, dann können wir direkt nehmen. Hey, okay, wolltest du direkt gecovert werden vom Anfang an oder wollen wir noch ein bisschen im Kreis rumrennen? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es könnte schwer für dich werden. Boah, wenn ich jetzt verliere, dann fange ich aber an zu weinen. Weil der Bret Hart wollte ich eigentlich auch noch bis zum Ende durchziehen. Ich fand den früher eigentlich ganz cool, wie der auch den kleinen Kindern immer die Brille geschenkt hat. Fand ich immer ganz eine ganz nette Geste. Hast du das mal gesehen? Na, das war cool. Ich habe jetzt letztens einen Kampf gesehen, ist kein Witz, da hat der Owen Hart gegen den Stone Cold Steve Austin gekämpft, wo die noch so ein bisschen jünger waren. Und da hat der auch so ein DDT gemacht, sowas. Und dann Das ist, war ein Piledriver und da hat ja, Re genau. Stone Cold sein Genick gebrochen. Ja, Ja, weiß ich. nee, Ey, Genick das ist ja gebrochen, nicht, schon. der wäre tot, aber Halswirbel hat er gebrochen, ja. Genick da, dann ist sofort vorbei. Aber so ein Halswirbel, ja. Krass, ey. Und dann lag der da und hat er dann so mit der Hand so gesagt, ist vorbei. Krass, ey. Wie schnell das gehen Der kann, hat doch ne? gepinnt und hat den Owen Hart besiegt. So ein Quatsch. Ist vorbei. Ja, aber dann hat er doch die Hand so hoch gemacht. Ich hab's doch als letztes erst gesehen. Da hat er so hier dieses Ja, Auszeichen, ist ja kennst du gut. doch. Ja. Mann, lass mich mal los jetzt hier. So. Dreimal schon. Der Bret Hart Jetzt ist. ist mal Ey. langsam mal satt hier mit dem ganzen Kack hier. Und Dreck, du. Nein! Jetzt kommt er noch Bist da du auch noch. Oh, das war cool. Oh. Ja, ich drück den Ring. Alter, der Bret Hart kämpft die ganze Zeit gegen Donkey Kong. Ach, Den natürlich. kriegt er wieder. Der Ach, Bret Hart ist ein Abbauer, wie geil. Oh, lass mich da wenigstens wieder reinkommen. Nix kommst du rein. Oh, herrlich, ey. Nein! So, nein! Erstmal direkt. Was macht denn jetzt? Soll ich ihn hochheben? Und da kommt der Bret Hart Man Move! Oh nein, er blockt. Und nochmal. Oh. Problem ist, Onkel, dass deiner schon wieder keine Energie hat. Ja, ich weiß, er hat Energie. Ich habe bloß keine Konteraktion mehr. Bitte drück dich auch nicht ja, aus, das wenn du meine mich ich noch was doch. mitteilen willst. Ja, der Bret Hart ist auch. Oh, auf die Treppe bitte, auf die Treppe bitte, auf die Treppe bitte. Nein. Bret Hart ist ja auch, Bret Hart ist ja auch. Bret Hart ist ja auch, also Bret Hart ist ja auch, und der Rivano, der ist ja auch, ey, du weißt, der Rivano ist ja auch, der, also der ist ja auch, also der Rivano, der ist mit ja deiner auch. Komischen taktischen Kriegsführung. Ja, der Rivano, da ist er auch, ja, da ist er auch, ey, oh, und der Bret Hart, da ist er auch, ey. Mein Gott, ey, so ein Gelaber. Der hat keine Ahnung, wer Honky Tonk Man ist und labert nur, der labert nur. Weiter nix, ich drück da wieder weg. Ist ja auch der Bret Hart.
Oh, ich kann nicht mehr. Hör auf damit. Nein! Ich bin 300 Kilo schwer, du kannst mir nicht aufhören. Oh. Hör doch mal auf, ey. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Bist du da? Ja. Du auch? Ich hoffe, dass wir jetzt wieder gegeneinander sind, nicht, dass wieder der Computer eingelöst ist. Hau ich dich gerade um? Ich bin gerade dran. Also ich gehe jetzt in den Ring rein. Gehst du auch in den Ring? Also wir sind noch da, ne? Warte, jubel mal. Siehst du das? Ja. Ah, okay. Du bist ja richtig fair. Ey, ich sag nur, ich jubel jetzt mal kurz. Das ist mir egal. Ich lass dich durchziehen. Ich lass dir deine Energie gehen. Klar. Mach die Antwort. Hättest du was anderes zeigen können? Nein, er muss jubeln. Ja, klar, deine der Onkel. Ja, ich kann nichts machen, hab keine Energie. Ich bin gehabt. Was denn? Ich hab dich doch aufgerufen. Was ist denn los hier? Och, das ist doch Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Ja, der Onkel verzweifelt so langsam, aber den Boetate kriegst du mir nicht, den werde ich mitnehmen. Ich sag das. Da werde ich gut kämpfen, den möchte ich nicht verlieren. Ist das ein Latscher? Oh, ein Latscher. Was macht der Onkel? Ach komm. Ach, das hat doch kein Arsch hier. Das ist doch sinnlos. Ich finde das so geil. Oh. Und der Signature. Ach, weißt du, was mein Finisher ist? Scheiße. Scheiße ist dein Finisher. Total scheiße. Nein, mein Finisher ist der Sharpshooter. Ich weiß, was ich weiß. Ich kenne Wrestling besser als du, wie ich jetzt in den letzten Wochen rausgefunden habe. Gar nicht. Dass du eigentlich überhaupt keinen Plan hast. Überwurf durch einen Ringschmeißer. Ja, vielleicht kenne ich die Moves nicht alle. Warum? Achso. Das wichtigste Match in der Karriere von Stone Cold sagst du mir nebenbei. Ach, guck mal, was ich gestern gesehen habe. Das muss man gesehen haben. Nee, ich habe... Das karriereentscheidende Match von Stone Cold, das hat seine Karriere auf die Schippe... Das Match hat seine Karriere aufs Spiel gedingst. Da konnte er irgendwann dann nimmer. Der Sharpshooter, meine lieben Damen und Herren. Der Sharpshooter, der Sharpshooter. Da war ich nochmal. Ich war. Ah, okay, das wird schwierig für mich. Weil ich bin eigentlich nicht so der Aufgebegriff-Man. Ja, genau, nicht der Aufgebegriff-Man, ey. Oh, der Aufgebegriff-Man. Oh, puh. Der Aufgebegriff, man. Nein, er ist nämlich der Aufsteh und dann Griff, man. Yeah. Aber das ist ja der Bretthart, der Bretthart, der Bretthart ist Bretthart. Und der Rivano, und der Rivano. Mein Gott, es klappt einfach nicht, du Penner! Oh, ich hab meine Augen sind nass, Leute, ich kann nicht mehr lachen. Der Aufgabe-Man. Oh, der Aufgabe-Griff-Man. Ach, hör doch mal auf! Ach, das ist doch scheiße! Ich hab hier keine Chance, ey. Der hat ja wahrscheinlich überhaupt kein Delay und ich hab die ganze Delay-Kacke. Nee. Nee! Jetzt muss der mich aber bei jedem Wort anäffen hier, das ist der Wahnsinn hier. Eine Aufgabe, wenn du der Bretthart, ey, der ist so Bretthart, Alter. Der Aufgabe, man. Das ist nicht der Aufgabegriff, man, ey. Was? Oh. Und eins. Zwei. Ah. Hä? Wow, das war jetzt unerwartet. Ja, ne? Weil du bist ja nicht der Aufgabegriff, man. Der
aufgegriffen hat. Oh, ich kann nicht mehr. Das warum kann ich nicht einfach auch mal kontern in so einem Moment, wo ich dann wirklich die Oberhand hätte? Nein, wieder kurz bevor du deinen scheiß Konter wieder voll hast, dann kontert meiner wieder. Und der Signature, ah, er kommt raus! Oh God, man. Als Coverdown hat der Sack. Nein! Ach, kein Problem. Ich bin der Mann hier. Ja, ja, der Bretthart. Der ist schon ein der Bretthart hier. Ist ja auch der Bretthart. Oh Gott. He's delivering an old-fashioned. Oh, herrlich. Ach Mann! Bei jedem scheiß Finisher kommt er hier raus. Signature. Oh. Aua. Toll das denn. Ja, ich muss ja wieder reinkommen. Jetzt, lass mich doch reinkommen wenigstens. Ja, ich muss doch reinkommen. Ach, die kurzen Arme wieder. Oh. Die kurzen Arme. Ich bin der Baggerman. Ich bin der Baggerman. Na, aber du bist halt nicht so der Aufgabegriff, man. Gott, ey. Oh. So, mal gut. Und er flattert. Das gibt's doch nicht. Ich versuche hier mit irgendwelchen Mitteln einfach mal die Oberhand zu kriegen. Das schaffe ich aber nicht. Ich kann nicht dumm latschen, ich kann nichts machen. Jetzt kommt sein. Oh, jetzt, pass auf, jetzt kommt wieder Aufgabegriff, man. Jetzt kommt wieder der Aufgabegriff, man. Kommt jetzt. Ja. Ja, er kommt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er kommt. Here we go, here we go. He's hanging on for dear life. Lass mich. Scheiße, ich hasse es. Okay, ich cover einfach mal danach. Ach, kacke, keine Energie. Hast du Glück gehabt. Das Geräusch von Onkel war. So. Oh, ich drehe durch. Yo. Nein, bist du noch so fit, oder was? Nein. Der gar nicht. Ich hab Glück. Komm schon, steh doch mal auf, ich will mit der Tür stehen, mein Gott! Der Aufgabegriff! Oh. Okay, ich hab in der letzten Session so, wie viel wir da gelacht haben, das ist der Wahnsinn, ey. Oh. Du gelacht hast, ich nicht. Wieso? Du lachst auch. Ja, ich meine, das ist ja auch witzig, deine Moves, was du da so erzählst. Oh. Exactly the way it should be done. Das kann nicht wahr sein. Woher weißt denn du immer, wann ich den Move mache? Ich warte und jetzt, extra und immer. Jetzt. Eins, zwei. Ja, ja! Ja, Bret Hart. Ich bin der Aufgabe, Mann. Oh, geiles Match. Okay, bist du da? Ich hatte ja auch gerade das Spielfeld verlassen. Oh. Komm, okay, sei kein schlechter Verlierer. Das ist ja Bret Hart, den musst dich mitnehmen. Oh, herrlich, herrlicher Kampf. Oh, die Musik ist auch geil von denen. Did it. Bist du wieder da, Onkel? Wo bist du hingegangen? Ja, ich würde sagen, Onkel, du bist dran. Hallo! Ne? Entschuldigung, dass ich euch jetzt so erschrocken habe. Aber wenigstens seid ihr jetzt wieder wach. Mir war das schon klar, dass du jetzt da irgendwas kommst. Ja, du bist ja dran. Ich bin dran, ja. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, liebe Freunde. Wieder ein hartes Match, Entschuldigung. Und
Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht mit dem Aufgabe, mit dem Aufgabe-Man. Okay, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Nein. Und schaut auf jeden Fall mal. Weil ich nicht begreife, ich raff's nicht, ich begreif's nicht. Ich begreife es nicht. Ich begreife nicht erstens, warum ich ständig keine Konteraktionen mehr ihr habt als du, obwohl ich genauso viel Konter wie du. Und egal wie der Anfang läuft, ob ich jetzt zuerst die Oberhand habe und du konterst zuerst oder ob du zuerst die Oberhand und ich konter zuerst am Anfang, es ist scheißegal. Es beläuft sich immer am Ende gleich raus, ich habe keine Konter mehr. Das geht mir auf den Sack. Ich habe keine Ahnung warum. Und dann kommt so ein Dummlatscher die ganze Zeit. Keine Aufgabe, kriegt mehr. Und der Brett hat, der Brett hat, der Brett hat. Oh. Oh. So ein bescheuertes Gelatsche. Boah. Weißt du, da sitzt du hier und versuchst irgendwie krampfhaft dich um Kopf und Kragen zu reden. Versuchst mal hier auf die Art und Weise den irgendwie ein bisschen zu verwirren. Nein. Funktioniert auch nicht. Ach, das ist doch... der Brett hat das so geil. Sag doch nochmal, bitte für mich. Jetzt extra nicht mehr. Wie war das, Brett? Liebe Zuschauer, ich hätte es euch gerne nochmal gesagt, aber Rivano hat verlangt und deswegen mache ich es nicht. Oh Mann, dann sag was anderes, der Aufgabe, Mann. Was anderes. Und wir so stumm voller Freude, merkt ihr das? Meine Fresse, ey. Nee, du kannst echt froh sein, dass ich ein guter Verlierer bin. Ne? Also, ich weiß nicht, ja, ich klar, auch. Irgendwann meckert irgendwann. Was? Ich hab da auch mal 3 Tage verloren. Da hat der Powerbomb. Also, nein, machen wir weiter, spaßig. Und ja, liebe Leute, schaut bei Onkel, geh mal Schick-EP vorbei, lasst ein paar Daumen oben da, schaut seine Videos, bei mir auch, wir waren OP. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei WWE2K16. Ciao! Der Bretterart. Ciao. Ciao.